Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein. Ich habe letzte Episode gefragt, wollen wir Geis und wollen wir Karius haben oder wollen wir Lopez haben, also Torwart Karius oder Lopez, weil Klaasen ja sowieso relativ unwahrscheinlich war. Ihr habt mich mit überwältigender Mehrheit für Lopez entschieden. Ich habe dann kurz gezweifelt, jetzt hier seht das auch, ob ich nicht eventuell sogar beide nehme und Robben noch verkaufe. Allerdings ist für einen Ersatztorwart 6,5 Millionen dann doch ein bisschen zu viel, wie ich im Endeffekt festgestellt habe, weil ich da ja fast gar kein Geld mehr habe. Ich habe zwar noch dank dem Gehaltsbudget, ich kann das Ganze ja ein bisschen regeln, dementsprechend habe ich eigentlich noch ziemlich viel Transferbudget, aber trotzdem ist mir das ein bisschen zu viel für Karius. Ich will ja eventuell noch einen guten Spieler verpflichten, dazu später mehr. Jetzt nehmen wir erstmal nur Lopez an, haben dementsprechend einen neuen Torwart, einen neuen A-Torwart auch noch und das wird ziemlich cool werden, hoffe ich mal. Denn mit dem haben wir einen, der viel Potenzial hat, der wahrscheinlich auch ja, im Endeffekt ein bisschen Ablöse generieren wird, falls wir ihn tatsächlich irgendwie verkaufen sollten wieder in der Winterpause, falls er nicht so spielen sollte, wie ich das gerne haben möchte. Da bin ich hier rausgegangen versehentlich und das hat dann entschieden, dass ich Karius nicht hole. Die ganzen Nachrichten werden gelöscht und dementsprechend haben wir jetzt Geis als neuen Spieler dabei und natürlich auch Lopez, wie gerade schon erwähnt. Der ist auch direkt im Tor und Geis sitzt auf der Bank, hat für Mainz schon gespielt, das ist aber nicht so schlimm, denn für uns darf er ja trotzdem spielen, vor allem weil wir international ja nicht vertreten sind. Es gibt ja diese Regelung, dass man nur für einen Verein international spielen darf. Beziehungsweise irgendwie so eine ähnliche Regelung gibt es, aber das ist bei uns nicht der Fall, denn er hat ja nicht international gespielt und wir spielen ja sowieso nicht international. Gut, haben wir das Ganze geklärt und was gibt es weiteres zu sagen? Ich glaube nicht viel, wir spielen gegen Hannover 96 in dieser Episode und wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Instagram ist in der Videobeschreibung genauso wie Randrun für Coins für Ultimate Team. Ihr seht, die Aufstellung ist so ein bisschen kompliziert. Holtby wird 10er spielen, Geis wird 6er spielen zusammen mit Valon Berami, Jansen auf der Bank, Müller wird im linken Mittelfeld agieren für Ilicevic, trotz der guten Form. Und auf der rechten Seite spielt dann Beister. Verteidigung bleibt so, wie sie war mit Ostrzolek. Jansen kriegt erstmal nicht seine Chance. Und ich habe hier nochmal geguckt, erstmal den Torwartauftrag gelöscht und nach Flügelspielern gesucht. Denn ich bin nicht ganz zufrieden mit Müller und Ilicevic alleine. Deswegen will ich ganz gerne Lamela haben. Ich würde mir den gerne ausleihen, was aber natürlich nicht funktionieren wird. Denn, ja, die Spurs, da ist halt wichtiger Stammspieler, nicht Rotationsspieler, auch wenn es in Realität so ist. Und dementsprechend wird das wohl nichts. Yannick Ferreira-Carrasco ist auch ein guter Spieler, ist mir aber ein bisschen zu wenig skillreich, ein bisschen zu wenig Dribbling, weil ich ja selber spiele. Von daher mache ich das nicht. Kevin Volland werde ich auch versuchen später noch, aber dazu, dann später mehr, wenn es soweit ist am Transfer-Deadline-Day, der nach dem Spiel hier, beziehungsweise nach dem Spiel gegen Paderborn ist, dass unser übernächstes Spiel ist. Jetzt geht es erstmal gegen Hannover 96 und das Ganze wird ein bisschen anders kommentiert werden, als ihr es gewohnt seid. Das werdet ihr auch gleich sehen. Wir haben noch aktuelles aus England, haben noch ein paar Spiele, allerdings sind die alle uninteressant und wir haben ja unsere drei hier mit Christy, Perez und Lamela. Die Aufstellung habt ihr schon gesehen und ich würde sagen, damit geht es jetzt mal rein. Ins erste übrigens hier Geis muss 6er spielen und Berami zentrales Mittelfeld, das habe ich dann auch noch festgestellt. Ja, damit geht es rein ins Spiel gegen den anderen HSV. Mal sehen, wie das laufen wird. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Anthony Lopez hieß der neue Mann beim Hamburger Sportverein. Der Torwart gekommen von Olympique Lyon im Tausch mit René Adler und 4 Millionen. Hohe Ablöse für den Portugiesen. Er sollte allerdings heute direkt beweisen gegen Hannover 96, dass er sein Geld wert war. Die Roten gegen den großen HSV. Das war natürlich hier die Message in diesem Spiel. Und wir gehen gleich mal rein. Es war nämlich eine sehr interessante Partie zwischen diesen beiden Teams. Die erste Chance bereits nach wenigen Minuten. Der Ball von Holtby in den Lauf von Müller. Müller jetzt hier gleich mit der Volleyabnahme. Richtig schöner Schuss. Aber leider stand der Deutsche so oder so im Abseits, dementsprechend hätte der Treffer nicht gezählt. Weiter aber nur der HSV am Drücker. Müller über außen spielt den Ball klasse raus auf Luis Holtby. Der gegen André Hoffmann an sich. Ist Hoffmann ja ein guter Verteidiger. Hat hier keine Chance gegen Holtby. Da macht das klasse. Die Flanke in die Mitte. Da ist wieder Müller. Diesmal mit dem Kopf 1:0. 15. Spielminute. Die frühe Führung für den HSV. Das war richtig gut gemacht. Holtby setzt sich außen durch. Und der Kopfball von Müller ist dann im Endeffekt unhaltbar für Torwart Ron-Robert Zieler. Es steht 1:0. Hannover wollte aber direkt antworten und kam direkt gut zurück in die Partie. Wir sehen das Ganze hier Schmiedebach mit dem Doppelpass mit Pripp, der deutsche Neuzugang der letzten Saison von Fürth, kriegt den Ball nochmal auf Rosselu, Neuzugang von Frankfurt, 1:1 nach gerade mal 18 gespielten Minuten. Er kam von Hoffenheim, hat letzte Saison bei Frankfurt gespielt, da hat er schon aufgetroffen und hier macht er mit links sein erstes Tor. Erster Schuss auf Tor von Lopez, gleich 0:1, kann er wenig machen, aber trotzdem sehr, sehr bitter für den Portugiesen. Wir sehen da wiederholt nochmal, das Ganze war unhaltbar, ja, da kommen sie einfach nicht richtig zum Zug gegen den Spanier, der sich dann aber verletzt hatte nach 45 Minuten, musste ausgewechselt werden. Yakunan kam für ihn und direkt nach dem Wechsel dann Diekmeier wird auf die Reise geschickt. Sané kommt nicht mehr ganz hinter dem schnellen deutschen Rechtsverteidiger hinterher. Die Flanke in die Mitte. Lasogga ist zu groß für Pereira. 2:1. Zweites Kopfballtor für Hamburg. Ja, 2:1 Führung in Hannover gab es selten in den letzten Jahren. Normalerweise im Nordderby immer der Heimclub, das stärkere und bessere Team. Hier macht Lasogga den Führungstreffer für den großen HSV. Und nach der Halbzeit ging es direkt weiter mit guten Chancen. Ostrzolek versucht sie direkt nach der Ecke. Das hatte mal geklappt von Jan Schlaudraff gegen Hamburg. Hier klappt es so nicht. Ostrzolek, der Neuzugang von Augsburg, mit seiner ersten Chance in dieser Saison.
Saison. Auf der anderen Seite kam Kiyotake da mal frei nach vorne, macht das Ganze gut mit dem Pass in die Mitte auf Stindel. Knapp am Pfosten vorbei. Lopez hat ihn dann noch entscheidend irritiert. Andere Seite wieder Stieber mit der Flanke in die Mitte und dann Glück, denn Berami kann abziehen und Albornoz ist dazwischen, fälscht den Ball ab, sodass er nicht aufs Tor von Ron-Robert Zieler geht. Das war dann auch im Endeffekt ja der Schlussspurt, denn Hannover kam selten nach vorne, wenn dann nochmal gefährlich über Stindel, aber wieder knapp am Pfosten vorbei. Hamburg war offensiv besser, kam über Konter nach vorne, da sogar auf den ja freigestarteten Holtby. Schmiedebach ist ihm noch auf den Fersen, ist auch ein bisschen zu schnell, deswegen der überhastete Abschluss am Tor von Zieler vorbei. Es blieb trotzdem beim 1:2. Hamburg gewinnt also das Duell der beiden HSVs im Norden und dementsprechend Lopez in seinem ersten Spiel mit einem Sieg, genauso wie Johannes Geis, der Neuzugang. Wunderbares Spiel für Hamburg, nicht so gut für Hannover 96. So, das war doch ganz erfolgreich. Ich hoffe mal, der Kommentierstil hat euch gefallen. Ich glaube, es war ganz cool so. Ist so eine Mischung aus dem alten Sportschau-Stil und dem Sky Sport News HD-Stil. Das heißt, das Ganze ist nicht so ganz ernst genommen und dauert auch nicht so lange. Die Spiele sind relativ kurz zusammengefasst. Ich denke, das ist ganz cool so. Wir haben zwei verletzte Spieler. Berami fällt für 3 Wochen aus und dummerweise auch Holpi für 2 Wochen. Und wir haben fast keine Ersatzspieler. Deswegen war ich jetzt wirklich episch darauf, nochmal einen Spieler zu verpflichten. Beispielsweise Lamela, den ihr ja schon gesehen habt, oder auch Volland oder auch Yannick Ferreira Carrasco, für den ich mich da aber nicht entschieden habe. Ich habe noch ganz, ganz viele Spieler gesucht, vor allem am Transfer Deadline Day. Unter anderem auch Ferreira hier noch angeguckt und Nabil Fekir. Ich bin übrigens der Meinung, ich habe irgendwie die Kader nicht richtig aktualisiert, denn Fekir hat nur ein 74er Rating. Normalerweise hat er 79er Rating, das ist ein bisschen komisch. Aber egal, ich versuche den trotzdem zu bekommen. 5 Millionen, er soll 10 bis 15 kosten. Natürlich ein bisschen bitter, aber wir schauen einfach mal nach, wie das Ganze laufen wird. Natürlich nicht gut, ich denke mal, das kann man schon ja, so sagen. In Deutschland haben wir noch Ulreich, Darida, Fährmann, Rudi. Eigentlich brauchen wir ja keine Torwerte mehr, haben da trotzdem noch 2 drauf. Und sind da aber an keinem wirklich interessiert, außer an Volland, weil wir halt keine zentralen Mittelfeldspieler brauchen, sondern Flügelspieler. Aber naja, vielleicht ja im Winter dann, beziehungsweise vielleicht auch noch in der Sommertransferperiode, wer weiß. Stürmer ist ja Ayose Perez bei mir ganz hoch im Kurs, kommt eventuell dann im Winter, je nachdem, wie das Ganze sich mit Lasogga so entwickelt. Hat bis jetzt ja gut gespielt, hat 2 Tore in 2 Spielen gemacht, von daher ist das Ganze ja nicht so schlecht. Wir spielen als nächstes gegen Paderborn, ihr seht ihr schon, ich mache gerade die Aufstellung. Diaz wird unser neuer Sechser werden, ich muss dann leider Beister als zentraloffensiven Mittelfeldspieler spielen lassen, weil Holpi nicht da ist. Ist kein klassischer Spielmacher, ist auf, in der Mitte ein bisschen verschwendet, meiner Meinung nach, aber was willst du machen, andere Möglichkeit habe ich nicht. Green geht dann auch ebenfalls aus dem Kader raus, beziehungsweise aus der Startaufstellung raus. Katscha sitzt auf der Bank und auf der rechten Seite wird dann Ilicevic starten, der ist ja gut in Form, wie wir hier sehen können, dementsprechend kriegt der seine Chance. Lasogga wird über Olic starten, allerdings vielleicht kriegt Olic auch noch seine Chance, wir werden sehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Partie gegen Paderborn und wir als Tabellenführer wollen da natürlich gewinnen. 2 Verletzte bei Hamburg, das heißt in der Startaufstellung gab es einige Veränderungen. Geis spielte jetzt neben Diaz, in seinem zweiten Spiel direkt der zweite neue Partner. Berami fällt länger aus, genauso wie Holtby, für den stand Beister im zentraloffensiven Mittelfeld und auf der rechten Seite Ivo Ilicevic. Vorne wieder Lasogga, 2 Tore in 2 Spielen, der Neuzugang von Hertha BSC machte sich gut in der Startaufstellung beim Hamburger Sportverein. Die Choreografie vor dem Spiel war wunderschön, die Hamburger waren in guter Stimmung, der ja, Gästeblock auch gut gefüllt von Paderbornern, die keine lange Anreise hatten und das Spiel sollte definitiv interessant werden. Das Stadion ausverkauft und das hatte sich auf jeden Fall gelohnt. Die erste Szene relativ früh in der Partie. Hamburg legte stürmisch los, genauso wie gegen Hannover 96. Ilicevic mit dem Ball in die Spitze auf Pierre-Michel Lasogga. 2 Tore schon gemacht. Hier mit dem schönen Schuss am Tor von Kruse vorbei. Es blieb beim 0:0 nach einer knapp gespielten Viertelstunde. Weiter ging es nach vorne. Auf der anderen Seite Paderborn mit der ersten Aktion. Franschis kann nicht durchsetzen hier gegen Kleber. Guter Einsatz. Die Flanke in die Mitte, da ist Rijan Lakic. 1:0 für Paderborn. 16. Spielminute. Die frühe Führung. Und das war richtig schlecht verteidigt. Da muss einer beim kopfballstarken Lakic stehen. Es tut aber keiner so wirklich und dementsprechend macht er hier das 1:0. Bitter für Hamburg zu Hause zurückzuliegen, aber sie wollten natürlich zurückkommen und versuchten das auch direkt über Beister. Geht in die Mitte, eigentlich spielt er zentral. Hier kommt er von außen, der Schuss aber am Tor vorbei. Kruse muss dann nicht weiter eingreifen. Hamburg jetzt trotzdem stärker, deutlich überlegen in dieser Phase der Partie. Lasogga setzt sich hier wunderbar durch, legt ihm mal den Rückraum auf Geis. Der Schuss abgewehrt von Kruse und dann ist Müller da. 1:1, 34. Spielminute. Der Außenspieler ebenfalls bereits mit seinem 2. Saisontor nach dem Kopfballtor in Hannover. Trifft er auch hier zu Hause vor heimischer Kulisse zum Ausgleich. Alles also wieder auf 0. Wunderbarer Schuss von Geis. Kruse, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, wehrt zur Seite ab. Aber Müller ist halt ungedeckt und macht dann das 1:1. Zweite Halbzeit, ja, war noch nicht gekommen. Es ging erstmal noch weiter in der ersten Halbzeit über Diaz. Hamburg jetzt im Rausch nach dem 1:1. Allerdings scheitert Diaz am starken Kruse, der eine sehr gute Partie spielte. Zweite Halbzeit, dann Rupp erstmals vom gegnerischen Kasten. Aber auch Lopez ist natürlich wach und hält diesen Ball. Weiter ging es mit Chancen für den Hamburger Sportverein. Einwurf Diekmeier auf Johannes Geis und der flankt in die Mitte. Olic kommt aber nicht ran. Der Ball kommt raus.
raus zu Jansen, der gewinnt das Kopfballduell, weil Lakic gar nicht erst richtig hingeht. Kacza nochmal auf Müller, der macht das gut außen gegen Wemmer, kann jetzt sich klasse durchsetzen und ja, spielt nochmal auf Jansen, der flankt direkt und Olic kommt diesmal ran mit dem Fallrückzieher, knapp übers Tor. Schade, schöne Aktion vom Kroaten, es blieb aber beim 1:1. Andere Seite wieder die Chance für Paderborn, es war ein munteres Spielchen, hin und her ging es, Meha der Albaner, aber Paolo Lopez ist auch da gewesen, Antoni Lopez natürlich ist da gewesen, war aber sowieso abseits. Schlussphase nochmal Hamburg vorne, Geis setzt sich durch, Ball auf Beister, Beister nochmal zurück auf Geis, der vertändelt den Ball, aber die Grätsche wird gefährlich für das Tor von Kruse, es bleibt weiterhin beim 1:1 und es gab noch eine Chance in der Partie und zwar in der Nachspielzeit. Kacza mit der Flanke abgewehrt und da kommt Müller aus dem Rückraum, aus 20 Metern, volles Risiko, Volley knapp am Tor von Kruse vorbei, es blieb beim 1:1, der Tabellenführer verschenkt also 2 Punkte gegen den Aufsteiger, bitter, denn so wird das auf jeden Fall nichts werden. Für Paderborn war das auf jeden Fall ein Achtungserfolg, auch wenn Hamburg natürlich normalerweise nicht Meisterschaftskandidat ist, trotzdem gute Leistung von Hamburg und auch gute Leistung von Paderborn. So, also 1:1 war das erste Unentschieden für uns in dieser Saison, ist aber, denke ich mal, gar nicht so schlimm, denn Paderborn hat gut gespielt und auch wir waren einigermaßen in Ordnung. Ich bin mal gespannt, wie es in Zukunft weitergehen wird. Olympique Lyon sagt hier, wir wollen ungern unseren Fekir hier an euch abgeben für 5 Millionen. Genauso sieht das Ganze mit Lamela aus, die wollen deutlich mehr haben. Ich habe dann Jansen geboten, sie wollten aber insgesamt 16 oder 15,1 Millionen mit Jansen haben, also 15,1 Millionen und Jansen oder irgendwie sowas und den Dreh. War natürlich viel zu viel und auf der anderen Seite gab es dann noch die Möglichkeit, ihn so zu kaufen, da wollten sie 17,5 haben. Ich versuche es natürlich weiter, 3 Millionen und Jansen ist mein Angebot, ist, denke ich mal, ganz gut bei dem Marktwert von 6,5 Millionen. Wir werden sehen, was so passieren wird. Olympique Lyon, 13 Millionen fordern sie, deswegen habe ich das Ganze wieder abgelehnt, weil er ja nur ein 74er-Rating hat. Wir werden sehen, ob da noch irgendwas sich tun wird. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zum Transfer-Deadline-Day, haben 2 neue Benachrichtigungen. Und gerade weil wir verletzte Spieler haben, habe ich mich dann nochmal entschlossen, okay, wir suchen nochmal weitere Spieler. Ilicevic hat ein Angebot, also wir haben ein Angebot für Ilicevic bekommen von Mainz, dem direkten Konkurrenten. Deswegen wollen wir das natürlich nicht direkt so annehmen, wie es gekommen ist. Unter Marktwert sogar noch, und er ist ja gut in Form. Dementsprechend müssen wir da ein bisschen hochgehen im Preis, auch wenn er schon 27 ist. Ich gehe dann sogar auf 5 Millionen, weil ich mir relativ sicher bin, dass Mainz das theoretisch bezahlen kann. Allerdings sind 5 Millionen natürlich viel für Ivo Ilicevic und dementsprechend wird Mainz dieses Angebot auch ablehnen, werden dann sagen, hey, wir wollen wieder nur 3,6 Millionen zahlen oder 3,5 und das werde ich dann ablehnen, denn Ilicevic ist dafür momentan mir zu gut, was eigentlich Ironie an sich ist, aber naja, egal, 15,1 Millionen wollen sie haben für, naja, Lamela, das ist natürlich viel zu viel, habe ich ja bereits angekündigt, dementsprechend werde ich den auch nicht für dieses Geld bekommen, allerdings, ich weiß auch nicht, warum 17,5, wenn 15,1 und Jansen ist keine 2,4 wert, ist irgendwie 3,6 oder 4,6 wert, aber gut, 8 Millionen und Jansen, 8 Millionen alleine ist dann mein nächstes Angebot, ist natürlich viel zu wenig an sich, aber man kann es ja immer weiter versuchen, vielleicht sagt Lamela ja, ich möchte plötzlich meinen Verein wechseln, dann wäre das natürlich gut für uns. Ich gucke mal nach, wie viel Transferbudget ich habe, wenn ich ein humanes Gehaltsbudget habe, das sind mit 16 Millionen relativ viel, Kröten und dementsprechend kann ich mir da ein bisschen was leisten und gucke dann gleich auch nach, welche Spieler ich so verpflichten könnte. Erstmal lehnt Lamela bzw. die Spurs lehnen das Angebot natürlich ab, denn Lamela ist viel zu wertvoll für die. Warum auch immer, normalerweise müsste der Townsend spielen. Aber vom Rating her ist Lamela natürlich nochmal deutlich besser. Deswegen gehe ich sogar mal hoch auf 10 Millionen oder sogar auf 12 Millionen, auf 11, ja, alles klar. Auf 11 Millionen, das wäre auch viel zu viel gewesen. Mit 12,8 steht bei unserem Manager als mindestes Gebot, was ich bieten müsste. Und ich bleibe bei 11 Millionen. Ich will natürlich ein bisschen was rausschlagen für mich im Endeffekt, wenn ich ihn weiterverkaufen sollte, was ja immer mein Ziel so ein bisschen ist. Ich will die Spieler möglichst günstig kaufen, um, wenn ich sie weiterverkaufe, ein bisschen Profit zu machen. So, wir sehen hier noch unsere gescheiterten Verhandlungen, das sind ganz schön viele und ich habe da mal überlegt, welche Spieler könntest du dir so kaufen. Besic ist ja gerade erst gewechselt, der ist ja sowieso nicht mehr in der Verlosung drin, Rarida ist auch ein zentraler Mittelfeldspieler, Djurdjak ist ja schon gewechselt und dementsprechend musste ich mir andere holen. Hab da ein paar gefunden und die sind auch alle relativ interessant. Einmal Volland, den habe ich ja schon angekündigt, der sollte im Idealfall ja bezahlbar sein. Hat auch den gleichen Marktwert wie Lamela, 6,5 Millionen, ist natürlich noch ein bisschen jünger und hat sehr viel Potenzial, ist allgemein sehr gehypt, aber wir werden einfach mal sehen. Wir holen uns dann jetzt erstmal Barclay, beziehungsweise schauen mal nach, was Barclay so kostet. Ich biete, glaube ich, auch für den 10 Millionen oder sowas um den Dreh. Ist natürlich ein guter Spieler bei Everton, ist auch ein wichtiger Stammspieler, dementsprechend wird es schwer, den loszueisen, gerade weil er so ein extremes Talent ist. Hat, glaube ich, auch relativ viel Potenzial, habe ich gar nicht nachgeguckt, aber wäre auf jeden Fall an sich ein schöner Neuzugang, weil er auch beide spielen kann, linkes Mittelfeld und zentraloffensives Mittelfeld und ist dazu noch groß. Kopfballstark dementsprechend, was gibt es Besseres? Allerdings wird Everton das Ganze natürlich nicht so einfach durchgehen lassen, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wir gucken dann nochmal nach Kevin Volland, den habe ich ja bereits gescoutet, habe ich ja bereits gesagt, den würde ich ganz gerne haben, wäre rechter Mittelfeldspieler. Dementsprechend könnte der Müller auf rechts gehen und Beister ins Zentrum oder Volland sogar ins Zentrum, je nachdem. 10 Millionen biete ich auch für den, aber da steht schon, Hoffenheim ist unterbesetzt, dementsprechend müssen wir investieren, um den zu holen. Und so extrem investieren können wir dann natürlich nicht. Ich gucke dann weiter mit Dennis Pratt, das ist ein sehr, sehr guter Spieler von Anderlecht, aber auch der ist natürlich extrem talentiert und extrem
teuer, vor allem, weil andere für ihre Talente ja immer richtig viel Geld haben wollen. Ich versuche es dann mit 6,5 Millionen. Das ist an sich schon eine relativ gute Summe für Dennis Pratt. Ob sie es annehmen werden, naja, wir werden dann einfach mal schauen. Weiter geht's dann mit dem nächsten Spieler und der kommt aus der gleichen Liga, aus der auch Ballas Dzudzha kam, und zwar ist das Jagoev. An den habe ich nur ganz kurz gedacht, weil ich mir gerade ein Video von Wiska Bars angeguckt habe, während ich dieses Video gedreht habe, und das war das Duell gegen Rusak und dementsprechend Russen. Naja, Jagoev kann zentral offensiv spielen, kann linkes Mittelfeld spielen, ist natürlich auch teuer, weil gutes Rating, spielt bei Moskau, hat gutes Gehalt, essentieller Stammspieler. 10 Millionen ist eigentlich viel zu wenig, aber wir werden mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Könnte ja auch gut funktionieren, wer weiß, wie das Ganze laufen wird. Wir simulieren weiter und kriegen 5 Nachrichten, was normalerweise immer ein gutes Zeichen ist, allerdings nicht, wenn sie so aussehen. Abgelehnt, abgelehnt, inakzeptabel, abgelehnt, inakzeptabel und noch eine abgelehnte Nachricht von Spurs. Alle sagen, ihre Spieler sind zu teuer. Volland wollen sie 16,5 Millionen für genauso viel wie für Lamela, beziehungsweise 1 Million weniger, aber das ist natürlich auch viel zu viel. Ich habe zwar theoretisch das Geld, aber 16,5 Millionen für Volland ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Lieber würde ich dann für 12 Millionen Jagoev haben, weil der ist natürlich ein bisschen teurer. Moskau will viel zu viel für den haben und dementsprechend wird das wahrscheinlich nichts werden. Ich gebe dann im Endeffekt sogar auf, den zu verpflichten. Bei Prater habe ich direkt aufgegeben. Ich versuche es dann weiter mit Volland und Lamela, aber die sind beide sehr uneinsichtig. Sowohl Hoffenheim als auch die Spurs. Ich bin da nicht so sonderlich glücklich drüber, denn die hätten auch ruhig mal ihre Spieler zu mir lassen gehen lassen können. So ist richtig. Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was das soll. Aber gut, von mir aus sehr gerne. Wir sind ja auch so an sich ganz gut besetzt, wenn Iličević in guter Form ist. Von daher brauchen wir die ja nicht hundertprozentig unbedingt. Und ja, übrigens, Karrieremodus bin ich gerade mal so am überlegen. Wenn ihr da weiter Bock drauf habt, schaut heute Abend den Livestream. Startet um 20.45 Uhr, denke ich mal. Wird wieder Karrieremodus sein mit Liverpool. Haben wir gestern im Stream angefangen und bis zur Winterpause knapp gespielt. Mit Tobi, Ron und Jan im Parallelen. Das heißt, wir spielen alle Spiele gleichzeitig und schauen am Ende, wer der Beste ist. Ist, denke ich mal, relativ lustig. Hier sehe ich übrigens Nabil Fekir hier. 8,5 Millionen. Lyon hat von Newcastle Angebot akzeptiert, wollten von mir 13 haben und deswegen denke ich mir so, okay, bevor die sich den jetzt günstig schnappen, mache ich das selber lieber. Hab dann irgendwie noch ein Angebot laufen gehabt für Fekir, warum auch immer, weiß ich nicht genau. Aber gut, ich ändere dann mein Angebot nochmal auf 8,5 Millionen und ihr könnt euch ja denken, was passieren wird. Sie werden es natürlich, Überraschung, Überraschung, annehmen. Die Frage ist, wollen wir Fekir überhaupt haben? Weil 74er Rating ist nicht das gleiche wie im eigentlichen Karrieremodus, wo er 79er Rating haben sollte mit 21. Hat aber auch so schon ganz gutes Potenzial gehabt, deswegen habe ich lange überlegt und bin dann auf 8,5 Millionen tatsächlich gegangen. Also genauso viel wie Newcastle. Und im Idealfall wird jetzt Lyon sagen, okay, wir schicken ihn lieber in die Bundesliga als in die Premier League, warum auch immer sie das sagen sollten, vielleicht weil England und Frankreich, naja, okay, eigentlich auch Deutschland und Frankreich, egal, vielleicht sagen sie es ja und sie sagen es tatsächlich, wir bieten dann für Fekir, beziehungsweise bieten Fekir 45.000 Gehalt, wichtiger Stammspieler 4 Jahre, 5% Torprämie, der trifft ja sowieso nicht, denke ich mal bei mir. Pratt möchte übrigens für 13 Millionen zu irgendeinem Verein wechseln, da habe ich gar nicht mehr geguckt, welcher das war, ist auf jeden Fall viel zu teuer und gute Nachrichten, ihr werdet es jetzt sehen hier gleich, Fekir hat das Angebot angenommen, dementsprechend haben wir neue Zugang am letzten Spieltag noch, beziehungsweise am letzten Transfertag, 8 Millionen Transferbudget verbleiben uns auch noch dazu. Richtig, richtig gut. Das heißt, wir können uns einen Scout leisten, wenn wir das wollen. 12 Millionen Bayer Leverkusen für Fekir geboten. Das heißt, wir haben ein Schnäppchen gemacht. Und das war dann auch die letzte Aktion in diesem Transferfenster. Wir werden das Ganze abschließen mit ja, ein bisschen Transferausgaben. Wir haben unter anderem Geis geholt, wir haben Lopez geholt und wir haben natürlich, nicht zu vergessen, am letzten Spieltag Nabil Fekir geholt. Und wir haben unter anderem Jiracek abgegeben, Adler abgegeben und ich glaube sogar noch irgendwen. Westermann auf jeden Fall. Und ich denke mal, das ist ein ganz gutes Ende für diese Episode. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Newcastle. Bis dann. Haut rein und ciao.